Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ich wollte eben gerade eigentlich mit den heutigen Namen aufhören, Aufnahmen aufhören. Aber dann habe ich gesehen, wir sind ja immer noch in der Mission. Oh Mann, ey, wann sollen wir jetzt. Ne, wir sollen jetzt erstmal. Hä, wir haben wieder das Geld. Wir haben gar nicht 2500 Florin bezahlt irgendwie. Oder wir haben uns das Geld wieder geholt. Und das sollen wir jetzt dann dem Architekten geben. Ja, anscheinend. Architekten. Haben auch so eine coole Mütze auf wie Leonardo da Vinci hier. Den werden wir auch noch wiedersehen. Also spätestens in Da Vinci verschwinden. Alles klar. Jo, Rosa in Fiore. Durch Renovierung der Rosa in Fiore für 2500 Florin verfügen die Kurtisanen über eine markante Präsenz in Rom, was ihnen beim Kampf gegen die Borgia zugute kommt. Ausbauen. Ja, ganz schnell so. Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht. Und wir bleiben stehen. Okay, schon geil gemacht. Und jetzt endlich vorbei. Nein, Zwischensequenz. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Ja, geil. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Katharina gefunden? Wir arbeiten daran. Ben, besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Okay. Endlich. Dankeschön. Okay, wir sind gerade hier drin. Die sind schon krass am Feiern gerade. Ist irgendwas? Roms Einkommen gestiegen? Rosa in Fiore renoviert. Mission der Kurtisanen. Kurtisanen. Mit Maria reden um Aufträge der Kurtisanen. Irgendwie was so machen, keine Ahnung. Okay. Die Renovierung von Gebäuden steigert das Einkommen. Besuchen Sie die Bank um. Ja, okay. Wir müssen die Bank auch mal. Auch nochmal. Dings. Neue Erinnerungen an Christina verfügbar. What the? Christina-Erinnerungen. Davon habe ich auch schon gehört. Das Einkommen ist gestiegen. Und einen Ton eingezahlt, 3000 im Banktresor. Wir sollten aber wieder zur Bank gehen. Ich will gerade nicht mit Maria reden, weil ich erstmal mein Geld abheben will, sonst ist die Bank irgendwie überfüllt langsam und ja. Und wir können jetzt Kurtisanen anheuern, okay. So, da ist diese Christina-Mission. Mission. Wo ist die Bank? Die muss doch hier auch irgendwo sein. Da hinten, ja, aber. Beim Tunneleingang hier. Aber warum kann ich das nicht auswählen? Tunneleingang. Also Leo di Augusto. Das können wir irgendwie auswählen, die Schneider. Hä? Wo war denn die Bank jetzt? Leeres Fraktionsgebäude. Es war doch da irgendwo. Oder war es hier? Bank. Ja, okay. Gehen wir mal zur Bank. Können wir auch gleich den Aussichtspunkt und nee, die Christina-Mission machen wir noch nicht. Aber den Aussichtspunkt können wir dann erstmal noch synchronisieren. Santa Maria in Valicella. Alles klar. Okay, ich fange schon an zu reimen hier. Naja. So, auf zur Bank, da ist schon die Christina-Mission. Und der Aussichtspunkt, wo ist der? Da ist auch eine Bank, oder? Nee, Sarto, was ist das denn? Schneider. Ja, ist aber ein Borgia-Turm. Jo. Okay, da ist der Aussichtspunkt. Wo wir hin wollen. Hinter der Mission da.
Also die Mission ist nur größer dargestellt. Da oben ist er und da ist auch ein Borgia-Banner, okay. Ihr dürft nicht hier sein. Geht! Ach, du darfst nicht hier sein, ey. Zack. Was hast du für eine Eishockey-Maske auf, ey? Ah nee, das ist gar nicht. Wir müssen noch weiter nach links, aber hier ist schon mal ein Borgia-Banner, wie gesagt. Ahu! Yay! Das Pantheon. Können wir uns eigentlich auch noch... Wir können eigentlich auch mal ein bisschen die Wahrheit wieder machen. Aber wie gesagt, ich will auch ein bisschen in der Story vorankommen. Ja, ey, wenn ich mal springen könnte oder Ezio mal dahin springen könnte, wo ich sage, dass ich dahin springen will. Aber das tut er ja nicht. So, danke. Danke schön. Sehr vielen Dank. Da ist ein Borgia-Banner wieder. Wir lassen uns hier erstmal fallen. Lass uns weiter fallen, lass uns noch weiter fallen, lass uns noch weiter fallen. Nein, wir lassen uns fallen. Ja, geil. So. Okay, wie kommen wir hier hoch? Ja, genau so, okay. Oder auch nicht? Nö, wir kommen hier nicht weiter. Ups. Ich mag die Steuerung in Assassin's Creed Brotherhood mal wieder nicht. Was jetzt wird's morgen? Nein, das war nur irgendwie krasses Licht von dem Pantheon. Hey, wie kommen wir da hoch? Von anderen Gebäuden draus rüberspringen hier oder was? Irgendwie. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich ins Feld gerufen, geil. Nein, Pferdchen, ich will noch nicht. Oh, komm, springen wir wieder zurück. Wie sollen wir da raufkommen? Vielleicht hier irgendwie. Ah, da ist was. Okay. Ich renne eigentlich nur voll sinnlos die ganze Zeit rum und trage eigentlich gar nichts bei an storylastigem Inhalt jetzt, aber egal. So, halte ich fest, Ezio, danke. Und wir sollten jetzt irgendwie oben sein, oder? Hoffentlich. So, ja, sind wir. Das ist Borgia Banner. Okay, das können wir uns holen. Ezio kommt da ja wieder raufgesprungen, hoffe ich. Es wäre eigentlich klüger, das andersrum zu machen. Aber na und. 4 von 10 Federn schon. Das war gar kein Borgia Banner. Nein! Uhuhu, ich bin aus Versehen auf die Leertaste gekommen. Aber ich habe noch in die andere Richtung angelenkt. Tut mir leid für das Nein, wenn es jetzt ein bisschen laut war. Tut mir leid. Wie gesagt, egal. So, wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Zur Bank. Die ist da irgendwo. Ach komm, ich spring doch lieber in den Heuhaufen rein oder Blätterhaufen, was es auch immer ist. Blütenhaufen. Keine Ahnung. Und will jetzt erstmal mein Geld hier abheben. Da ist ein Tunneleingang. Den wollen wir aber, wie gesagt, noch nicht. Wir wollen erstmal zur Bank, bevor die noch überfüllt ist. Damit wir wieder Geld haben und uns vielleicht was kaufen können. Wie zum Beispiel den Tunneleingang. Geil, die können wir erst, die müssen wir erstmal ausbauen. Für 1500, ja komm. Haben zwar nur noch 134, aber können es jetzt abheben. Hoffe ich. Und außerdem ist es auf 1107 jetzt gestiegenes Einkommen. So, 3 von 10 Banken renoviert. Geld abheben. Ach, da kommen, boah, da können schon 12.500 rein. Aber naja, Buchführung, ja. Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Egal, Investition. Risikofaktor hoch, nix ist. So, also, wir haben wieder 3.203 Florin.
Und die Frage ist, was machen wir nun? Die Christina-Mission oder so eine Kurtisan-Mission? Ach, wir haben sowieso nur noch 4 Minuten. Machen wir hier einfach alles, was wir wollen, und dann ist vorbei. Weil, ja, ich keine Ahnung, ich will hier eigentlich noch nicht so viel machen. Weil ich jetzt endlich aufhören will, und wenn ich dann wieder in so einer Christina-Mission oder so drin bin, dann kann ich ja schlecht aufhören. Weil es ja nicht gespeichert wird, aber naja. Versuchen wir erstmal hier alles zu renovieren. Hoffentlich geht es. Weil hier sollte eigentlich nichts unter Einfluss eines Borgia-Turms stehen. Weil wir den ja hier, glaube ich, schon angezündet haben. Okay, auf der anderen Seite. Ich glaube, es ist ein Kunsthändler, oder? Oh, dann halt oben hier. Ja, das ist ein Kunsthändler. Ist er unter Einfluss eines Borgia-Turms? Das werden wir ja sehen. Hör auf. Römisches Langschwert hier in die Fresse. Komm her. Hallo. Wow. Der bolzt mich hier mit einer Pistole ab, ey. Ich glaube, es hackt. Die kann ich noch nicht mal aufnehmen. Ja, ich kann den aufnehmen. Schön. Bitte verschont mich. Ich bin ein guter Mann. Komm, Medizin. Und hat jemand von euch Medizin? Jo. Also weiter geht's. Ausbauen. Nein, das ist doch der Borgia-Turm. Obwohl er da hinten irgendwo ist. Aber es ist noch in dem Gebiet. Ah, da brauchst du rumzuschreien hier. Ich glaube, zack. An der Borgia-Turm, okay. Ja, ich glaube, ich mache jetzt schon Schluss und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Bam. So, Déjà-vu, meine Freunde, weil ich spiele diese hier Nero-Erinnerung noch nach. Das packe ich noch in die Folge rein. Also ich wollte euch nur zeigen, Déjà-vu, und tada, 30 Playpoints. Und wir sehen uns wieder, wenn ich die beendet habe. Also bis gleich. Ciao. So, jetzt sollten wir es eigentlich geschafft haben. Yay, 100% synchronisiert, die Hallen von Nero. Aber es ist echt knapp bemessen. Ich hatte selbst nur noch 30 Sekunden Zeit. Aber naja, geschafft ist geschafft. Also haben wir doch noch was in dieser Folge erreicht. Yay. Ja, ist ja nicht so, dass wir nichts erreicht hätten, aber... Naja, wir haben jetzt... Also ich habe jetzt doch noch eine Mission gespielt. Erfolge. Perfekte Erinnerung. Yeah, ja. Okay. Ach so, ja, perfekte Erinnerung. Das gibt's, wenn man eine Erinnerung perfekt halt... Also zu 100% synchronisiert, außer Sequenz 1. Ja, das ist sie jetzt. Also, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bam.